Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Ja, mal eine ganz neue Folge. Mal was ganz anderes, mal was angespielt, nämlich Squadbusters. Was ist eigentlich Squadbusters? Ganz, ganz kurz erklärt, es ist ein Spiel von Supercell. Und ihr seht schon die Charaktere, die sich da unten auf meinem Handy tummeln. Die sehen auch schon so ein bisschen aus wie aus den Spielen. Aber es ist mittlerweile auch die zweite Beta, so wie ich jetzt mitbekommen habe. Und das Spiel gab es allerdings noch nicht auf den Apple-Geräten zur Verfügung gestellt. Das ist aber damit jetzt erledigt. Das heißt also, die Kreatoren durften sich das Spiel schon mal downloaden und durften es installieren. Muss man natürlich viele Sicherheitsgeschichten erstmal abchecken und den Entwicklern vertrauen etc. Ich glaube, bei Google ist das ähnlich. Aber wenn ihr das Spiel auf einem Android-Gerät spielen wollt, dann müsst ihr, glaube ich, auch wieder so über ein VPN in Neuseeland irgendwelche Konten erstellen und könnt euch das Spiel dann dort aus dem Shop holen. Ich glaube, bei Google ist das ein bisschen einfacher, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber für iOS ist uns das jetzt mal zur Verfügung gestellt worden und ich finde es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe es ja gestern Abend schon angespielt, ganz, ganz kurz einmal auf dem Tablet, allerdings lassen sich die Accounts noch nicht verknüpfen, das heißt, ich habe jetzt auf dem Tablet ein ganz anderen Account als hier auf dem Handy, weil sie halt noch nicht verknüpfbar sind. Aber gehen wir mal rein, überhaupt in das Spiel. Ich meine, es ist für mich schon ganz schön klein, aber man kann auf jeden Fall spielen. Um was geht es eigentlich? Es geht natürlich um ein Squad und um andere Squads zu erwischen. Ganz klar, das sagt ja eigentlich auch schon der Spielname. Und dieses Squad, das werden wir gleich sehen, das baut sich während eines Levels auf. Es gibt verschiedene Level-Modis und es gibt natürlich auch verschiedene Squads. Bin ja jetzt schon so ein ganz kleines bisschen drin. Und es gibt natürlich hier auch einen Pass. Ja, ich gehe davon aus, da oben ist so der normale Pass. Unten ist wieder so eine Art Goldpass, den kann man glücklicherweise noch nicht kaufen, also ist nichts für Trimax hier dabei, denn es ist ja noch Beta und da sollen die Leute kein Geld drin lassen. Aber es gibt so die normalen Sachen, ihr seht so ein bisschen auch so die Oberfläche, hat so ein bisschen was von Brawl Stars. Viele haben auch geschrieben, ja, das ist Brawl Stars 2.0, aber der Spielwitz ist eigentlich ganz anderer. Klar gibt es natürlich auch einen Shop, den gibt es aber noch nicht. Und es gibt hier verschiedene Welten, also in den verschiedenen Welten schaltet man sich die verschiedenen Charaktere eigentlich frei. Ihr seht, ich habe schon 4 Stück. Ich habe den Barbaren, ich habe Greg, ich habe El Primo und ich habe Colt. Also alles, ich will nicht sagen alles Altbekannte, aber schon etwas bekanntere. Und bin jetzt aber auch schon, habe jetzt schon so ein bisschen gespielt, aber es gibt dann auch die Desert World. Das sind dann Charaktere, die wir aus anderen Games auch kennen. Aus Brawl Stars zum Beispiel Nita. Oder dann auch die royale Welt. Hier gibt es dann auch den König, den Royal King zu spielen. Aber das muss man sich alles freispielen. Und da muss man sicherlich auch ein bisschen höher in den Pokalen sein. Oben gibt es natürlich wieder sowas wie eine Währung, wie Gems und wie Diamanten. Es gibt News. Tatsächlich gibt es auch News. Es gab nämlich noch ein Update. Und die Beta läuft allerdings auch nur jetzt bis zum 29.05. Danach wird das alles wieder resettet. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also man behält seinen Account nicht. Der wird ja nirgendwo gespeichert. Und hier lässt sich auch noch nicht so viel einstellen. Musik, keine Slider, sondern nur On-Off. Und man kann die Sprache noch einstellen. Englisch oder Spanisch, also mehr nicht. Natürlich Terms of Services etc. Credits und welche Version wir denn eigentlich haben. Und ich habe auch schon 2 Quests gemacht, beziehungsweise habe schon 2 Stück abgeschlossen hier. Level jetzt also schon. Okay, kann hier den hier auch noch reinziehen. Perfekt. Und dann soll ich das da oben auch schon wieder schließen. Was muss ich machen? Chop down 12 Trees with Greg. Okay, jeder Charakter hat eine Besonderheit, die er so ausführen kann, sage ich mal. Also so eine Art Special, den führt er aber selber auch aus. Und wenn wir uns das mal hier im Squad angucken, dann haben wir hier so ein El Primo und wir kennen El Primo. Der springt nochmal zu so einer Attacke ran. Die ganzen kann man auch fusionieren. Dann werden sie auch nochmal eine ganze Ecke stärker. Dann werden die nämlich groß. Die kann man aber auch während eines Levels ziehen. Aber wir machen mal das Tutorial hier weiter. Und ich kann mir hier oben im Pass ein wenig Elex holen und ich soll dem Colt das Elex geben. Okay, dann haben wir dem Colt das Elex gegeben, damit können wir Colt aufsteigen lassen. Perfekt. Und also so ein bisschen so altbekannte oder normale Sachen. Level up machen wir mal.
ersten. Jetzt haben wir Cold schon auf den zweiten Level. Ich hoffe, das läuft jetzt auch ein bisschen besser. Aber mal sehen, mit meiner Kamera bin ich jetzt eigentlich da drin. Wir könnten die auch ein bisschen woanders hin machen. Lass mal gerade checken. Ich könnte die Kamera auch ein bisschen woanders hin machen. Vielleicht hier. Ja, hier ist auch nichts, aber... Oder ich mache sie halt noch mal ein bisschen extremst kleiner. Dann kann ich die auch nach da packen, glaube ich. Nach hier so packen. Ja, ich habe für die Spiele noch nicht die richtige Position dafür gefunden. Man kann sie auch auslassen, aber wir gehen mal rein in ein Spiel. Also hier wird gelevelt, beziehungsweise man kann hier auch noch mal neu rollen, wenn man in der Welt hier andere Charaktere haben möchte als die Startcharaktere. Es gibt hier verschiedene Modis, die man spielen kann und natürlich auch welche, die man sich freischalten kann. Es gibt hier verschiedene Spells, die man zur Verfügung hat, beziehungsweise die man auch finden kann. Ein Heil, eine Bombe, ein Freeze, also ein Slow und eine Kanone, die man stellen kann. Und was ihr hier übrigens im Hintergrund seht, das ist die sogenannte Plaza. Die kann man auch mittlerweile aufbauen. Da muss man so Hammer für finden. Und dann kann man sich seine Plaza so ein bisschen aufbauen. Aber wir gehen mal rein ins Game. Machen mal das erste Mal Go hier. Und ihr seht schon Twisted Trails und Spell Overload. Okay, also überladen mit Zaubern. Ihr seht jetzt auch, wie man die Spiel hier eigentlich spielt. Das heißt also, auf der linken Seite move man auf, wenn wir attacken wollen, dann müssen wir nur anhalten, mehr nicht. Ja, dann müssen wir nur anhalten. Ich kann meinen Startcharakter jetzt aussuchen zwischen den dreien. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Colt und dann kann er auch schon loslegen. Es gibt natürlich auch so die normalen NPCs hier. Ja, die macht man auch einfach so weg. Hier unten ist schon mal, ja, da holen wir uns einen El Primo raus und so ist unser Squad jetzt schon gleich ein bisschen größer. Ja, und ihr seht, ich habe auch schon einen Zauber. Aber das, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, da dürfen wir nicht drinstehen, glaube ich. Und die NPCs hier sind mir ein bisschen zu heftig. Ich kann, wenn ich hier auf den blauen gehe, kann ich so ein bisschen schneller werden. Ihr seht das. Da kann ich ein bisschen schneller werden und... So, hier kriege ich den nächsten. Ich nehme mal die Barbaren mit. Dann wird mein Squad ein bisschen größer. Denn andere spielen hier auch, Leute. Andere spielen hier auch. Und da sind schon die anderen. Oh, jetzt komme ich hier schon nicht mehr rüber. Okay. Ah, das ist schon... Das ist schon ein bisschen dusselig. Ich würde sagen, ich hau hier mal die Kanone hin. Und hau hier mal ab. Weil die wollen mich basteln. Okay, die wollen mich basteln. Hier kriege ich noch nichts. Der schmeißt auch so ein Riesending hier. Den da oben kriege ich auch noch nicht. Okay. Ah, ich muss mein Squad muss einfach größer werden. Oh, ich hoffe, ich kriege irgendwie ein Herz oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Ein Herz zum Heilen vielleicht. Ich setze da nochmal die Kanone hin. Oh, weg da. Oh, ich bin hier voll in Range. Hier kriege ich auch noch nichts. Oh, mein Squad ist einfach viel zu klein im Moment, Leute. So, hier haben wir ein bisschen was bekommen. Hier liegen auch so ein paar Sachen rum. Ah. Okay, jetzt haben wir schon ein ganz nettes Squad hier am Start. Oh, aber guckt euch das an hier, was sie haben. Die Jungs hier, Alter. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich bin nur noch mit dem El Primo da. Shit. Weg. Sehen die mich? Oh, die sehen mich, scheiße. Ärgerlich, Bastard. Okay, sie haben mich erwischt. Also, es macht schon ziemlich Fun, aber man muss es halt öfter mal gespielt haben. Und ich meine, man kann jetzt auch andere beobachten, wie die das eigentlich machen. Und aber ich habe es jetzt auch ein bisschen versäumt, meinen Squad, glaube ich, ein bisschen zu vergrößern. Und ich habe es jetzt ja auch erst so 3-4 Mal gespielt. Also wenn man das natürlich hier stundenlang spielt und ich glaube, die Kollegen, die da gerade spielen, die spielen schon ein bisschen länger, dann ist das, sieht das Ganze sicherlich ganz, ganz anders aus. Und aber ich wollte es auf jeden Fall
Ich wollte euch das nicht vorenthalten, dass ich auch ab und zu mal andere Spiele spiele. Wenn man übrigens hier diese Charaktere anklickt, dann lassen die auch ab und zu mal was fallen. Das heißt also der Barbar, El Primo, der Greg hier. Aber ich glaube, ich habe heute schon alles abgesammelt und auch Colt. Und würde aber noch mal ganz gerne reingehen. Man kann ja noch mal, ach so, Get Reroll Tokens. Give new choices from a chest once per match. Das machen wir mal nicht. Ich habe zwar 10, aber weil es ja auch nur 5 kostet. Buster Valley und Gem Overload. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich Gems sammeln. Everything is dropping Gems. Also alles droppt hier Gems. Wir nehmen wieder Colt als erstes. Und alles droppt hier Gems. Okay. Tatsache. Okay. Oh, hier müssen wir schon mal weg. Ich muss mal ein bisschen rumlaufen hier. Collect more Coins. Okay, da muss ich mehr Coins für machen. Toll. Aber da sind die anderen auch hinterher. 5 Stück habe ich erst, Leute. Oh. Ach, die slowen mich da, ne? Und da kommt schon das nächste. Alter, die sammeln da. Die sammeln einfach viel effektiver als ich hier. Collect more Coins. Ich muss also erstmal echt mehr Coins machen. Aber ich möchte natürlich auch ganz gerne. Jetzt habe ich 10, okay. So, jetzt habe ich 10. Jetzt habe ich 12, okay. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, eine Kiste suchen, wo wir auch 12 rein investieren können. Hier nicht, okay. Oh, die wollen mich schon wieder basten hier. Oh, die haben auch schon großen dabei. Ach, scheiße. Oh, die haben auch schon so einen großen dabei. Ja, komm. Gib's mir. Bastet mich. Ah, okay. War ein kurzer Anruf. Muss ich aber mal dran gehen. Und ich spiele aber nochmal eine Runde. Würde ich sagen. Oh, wir können was machen. Okay, was ist das? Oh, wir haben den Goblin freigeschaltet. Sehr cool. Special Ability. Gibt 7 Coins immediately. Boost. 10 First. Of 4 more. Also noch mehr. Der sammelt auf jeden Fall Gems. Das heißt also, in den Leveln, wo wir vor allen Dingen Gems sammeln, da sollten wir dann auch mit dem Kobi starten. Jo, alles klar. Okay. Gehen wir rein. Hier müssen wir keine Gems sammeln, sondern... ja, okay. Fusion. Der Barbar zum Beispiel wird zu so einem tobenden Barbar. Und Start mit Fusion. Okay. Ich starte mit einer Fusion. Das ist ja cool. Wir nehmen den hier. Also, gleich den Großen hier. Kommt her. Ich habe ihn jetzt groß. Zack, zack, zack. Jetzt geht's hier ab. Und wir kriegen. Oh, wir kriegen gleich den Gobi. Sehr schön. You're doing great. Da haben wir mal gerade ein Bömmchen losgelassen. So, wir nehmen den Greg mit. Was haben wir hier denn eigentlich? Ah, der Greg, der kann die Bäume. Genau, Greg kann nämlich die Bäume machen. Die können die anderen nicht machen. Wir nehmen noch mehr Barbaren. Okay, da haben wir ein Herz. Das ist cool. Need more Coins. Alles klar. Oh, was ist das hier für einer? Dreck macht das. Okay. So, hier müssen wir lang. Hier geht's ab, Leute.
Was ist das? Okay, ich verteile einmal hier ein bisschen Heilung für uns, glaube ich. In einer Minute kommen, wird die Gemhütte hier unten gesprengt, Leute. Noch mehr Barbaren. Obwohl, ich hätte den Goblin nehmen sollen, ne? Weil in einer Minute, in 60 Sekunden, wird hier unten die Gemkiste gesprengt. Und hier geht schon wieder ab. Ich muss sie da irgendwie in so einen Gegner reinbringen. Weil wir haben jetzt nichts mehr. Oh, ich habe nichts mehr. Bastet. Ach Gott. Ja, aber schon mal ein bisschen besser. Aber ich habe gesehen, es kann durchaus nervig sein. Ich bin auch nicht mehr Letzter oder Vorletzter. Ich bin Siebter, bekomme jetzt also ein bisschen mehr Reward hier. Und ja, ich wollte euch das Game einfach nur mal zeigen, so dass ihr schon mal gehört habt, falls es denn in die nächste Beta-Phase reingeht. Ich meine, ich hätte gehört, dass die nächste Beta-Phase so in ein, zwei Monaten sein wird. Und vielleicht mache ich ja wieder eine Folge dann davon. Okay, wir können überwachen, ne? Sehr schön, haben wir jetzt auch auf 2, perfekt. Und ja, mal sehen, wie das hier im Pass weitergeht, hier mit den Quests. Ah, okay, der hat jetzt auch schon Bäume gesammelt und Trigger 6 Fusion, okay, Pick up 600 Coins, alles klar. Ah, schade, das gibt's doch nicht. Und da hinten bekommen wir dann die Hexe, wenn wir alle 9 fertig gemacht haben, 9 Sachen fertig gemacht haben. Also ist so die Beginner-Challenge, steht ja auch drunter. Und Party gibt es auch noch nicht. Scott Party Invites coming soon. Also einiges gibt es hier noch nicht. Ihr seht das hier. Pay to earn, EXP and unlocked Ranked Mode. Okay, also man muss schon ein bisschen länger gespielt haben, um erstmal, sage ich mal, in den normalen Spielmodus hier reinzukommen. Aber ich finde es eigentlich ganz funny. Und wollte das ganz gerne mal mit euch angezockt haben. Vielleicht können wir das auch noch am Wochenende so ein bisschen in die Streams einbauen. Aber wie gesagt, man kann noch keine Party machen. Wir können es also noch nicht so wirklich zusammenspielen. Was aber sicherlich noch kommen wird. Und jo, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare unten drunter schreiben, wie ihr das Spiel so findet. So der erste Eindruck. Ja, ich meine, ich habe es jetzt gestern, glaube ich, oder vorgestern erst installiert. Habe es jetzt 2-3 Mal gespielt, abseits der Videos hier. Aber ich glaube, es ist ganz nett, ich bin gespannt. Auf jeden Fall hat es mich super gefreut, dass uns Supercell diese Chance hier überhaupt mal gibt, etwas anderes zu zocken, was so noch keiner jetzt spielen kann, außer natürlich die Android-Benutzer über ein VPN etc. Und aber dass das Ganze jetzt auch hier für iOS dann verfügbar sein wird, finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und vielleicht mache ich das doch nochmal am Tablet weiter. Ich glaube, hier an dem kleinen Ding hier, das ist, ich meine, ne? Ich trage nicht umsonst ein Vierauge und es ist schon alles ziemlich, ziemlich klein auf dem iPhone. Und ich habe ja kein iPhone Riesen Pro oder Ultra oder was auch immer, sondern ein ganz normales 13er. Also ist das hier von der Auflösung her. Aber man kann schon sehr, sehr gut spielen. Ihr kennt das vom Brawlstars, da müsst ihr beide Daumen oder Finger benutzen und hier müsst ihr nur einen nehmen. Mit dem anderen gibt es halt eine Beschleunigung oder halt ein Special oder wie eben den Heil etc. Ist alles ein bisschen Gewöhnungssache. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Bastet. Ciao.